Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Crash and Sane Trilogy. Ganz genau, im letzten unglaublichen Part haben wir The Lab geschafft. Gott. Und jetzt haben wir die Auswahl zwischen einem Level, den wir schon am Anfang begegnen konnten, und zwar diesem hier. Es ist ein Bonus-Level, Stormy Ascent. Oder aber The Great Hall. Wir schauen mal zuerst hier rein. The Great Hall, die große Halle. Leichtes Level. Hurra! Was? Yeah! Was? Warte. Was ist das? Ein verborgener Edelstein. Entdecke einen Edelsteinweg nach... Wenn du die 100% gemacht hast, dann kannst du hier immer weiter. Nee, bestimmt nicht. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Sammeln der 100%. Alle Kisten. Und alle Edelsteine. Nein, danke. Dr. Neocortex, das scheint der Final Boss zu sein. Dann machen wir mal Stormy Ascent. Diesen Bonus-Level haben wir lange. Viel Glück, du wirst es brauchen. Diesen Level haben wir lange vor uns hergeschieden. Vor uns hergeschoben. Muss mal gucken, was er jetzt hat. Oh, Unbesiegbarkeit. Wie nett. Detox. Oh. Oh nein. Das erinnert mich an den grauenhaften. Erinnert mich sehr an Slippery Climb. Gerade. Aber wirklich. Was war das? Wow. Okay. Wenn es mir zu bunt wird, dann lassen wir diesen Level. Ganz ehrlich. Das ist ein Bonus. Wieder so ein Level, wo wir hier hochkraxeln. Boah. Ich ein Timing.
Magazine zuvor. Weg mit dir. Okay. Die Kiste lassen wir mal. Hilfe. Angst und Schrecken, ein Checkpoint. Ich habe mich schon gefragt, wo er bleibt. Heiliges Hackfleisch. Oh, na klar, meine Lieblingsplattform. Ich habe sie schon vermisst. Die sich denn? Vielleicht noch schnellere Rhythmus. Also echt, ja. Wahnsinn. Das war knapp. Boah. Hilfe. Was? Was? Letzter Versuch. Bevor wir schreiend aus dem Level abhauen. Ganz ehrlich. Hilfe. Oh mein Gott. Hi. Danke. Sowas. Das können die Hardcore-Profis machen. Ich nicht. Schauen wir mal bei Dr. Neocortex vorbei. Anscheinend das Finale. Tatsächlich. Hau ab. Oha. Was muss ich tun? Die sind andersfarbig, kann ich die? Wahrscheinlich. Oh, Angst. Okay, es klappt. Also die Grünen. Okay, nur die Grünen. Flix nochmal. Fick das. Einen zweiten treffen. Wie cool. Toll. Hallo. Spiel. Was soll denn das? Hey, flix nochmal. Tick das.
machst du denn da? Hä? Woran bin ich gestorben? Als ob. Game over. Und? Ich fasse es nicht, wir waren bei den letzten zwei Treffern. Oho. Fickens. Erste Treffer. Verdammt. Kickt es? Jetzt mal aufhören. Schön. Trieben. Take this. Komm. Oh, danke schön. Danke. Yes! Neutralisiert. Gut. Oh mein Gott, wir haben Crash 1 abgeschlossen. Yeah! Oh mein Gott! Hilfe! Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Nun ja, das war sehr schwer, aber auch manches war in Ordnung. Aber das meiste war schwer. Tja. Crash 1 konnte mich nicht überzeugen, dass das hier die besseren Crash sind. Nein, ich bin immer noch der Meinung, dass Crash of the Titans und Crash Hasher der Mutanten die besseren sind. Weil ich damit aufgewachsen bin. Von der PS2. Gerade Crash of the Titans. Ja. Nun ja, aber Crash 1 ist wahrscheinlich auch der Anfang gewesen, was das angeht. Uff. Wir hoffen mal, dass die anderen beiden Teile, die wir noch vor uns haben, besser werden. Denn das war manchmal echt. Bäh! Aber echt. Boah, nee, Hilfe. Wir haben es geschafft. Ja, kleine Boss war auch okay. Hilfe. Uff, uff, uff. Ich bin froh, dass wir es endlich geschafft haben. Ganz ehrlich, die 100% mache ich nicht. Das können andere machen. Ganz ehrlich. Oh, nee. Es ist schon ein Achievement, das zu schaffen. Ich meine, es ist ein seltener Erfolg. Schon den Final Boss zu schaffen. Hallo? Das schaffen die wenigsten. Wahnsinn. Wahnsinn, Alter. Boah. Wahnsinn. Ich hab's wirklich geschafft. Ich bin begeistert. Ja, ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen, auch wenn ich gefailt habe am laufenden Band. Oh, nee.
Wahnsinn. Ja, schauen wir mal, wie Crash 2 dann wird. Ich bin gespannt. Ah ja. Hui, ich brauche jetzt erstmal eine Pause von Crash. Ich kann das jetzt nicht gleich direkt offen. Gott. Ja. Uff. Eieieiei. Dankeschön. So. Ja. Interessant. Haben wir es geschafft. Uff. Endlich. Wahnsinn, ey. Wow. Ja, manche Level waren ja ganz schön. Muss man ganz sagen. Ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich so an die Brückenlevel denke und Slippery Climb und sowas. Oh mein Gott. Oder The Lab. Oh, oh nee, das war grauenhaft. Das sind Level, von denen hätte ich nicht nur zu träumen gewagt. Oh, dass sie so jemals vorkommen könnten in einem Spiel. Das war ja, das hatte ja Kaizo-Züge. Ein bisschen. Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Da bin ich ja gespannt, was in Crash 2 auf mich drauf zukommen wird. Aber viele sagen ja, dass das jetzt das Schwerste von allen war, Crash 1. Ich hoffe, ihr habt recht. Mal sehen, ob die anderen beiden Crashs mich überzeugen können, dass das die besseren Crash-Spiele sind. Ich denke nicht. Crash of the Titans und Crash Herrscher der Mutanten werden für mich wahrscheinlich immer die besseren Crash-Spiele sein. Ja, auch das werden wir noch Let's Playen. Aber erstmal ist Crash Insane Trilogy dran. Dann werden wir gucken, was wir da machen. So. Mal gucken. Oh, uff. Oh, ich glaube, dann kommt erstmal Spyro Reignited Trilogy noch dran. Das wird schön. Das wird entspannter als das hier auf jeden Fall. Ich will The Legend of Spyro Trilogy HD Remake. Wirklich. Denn das sind wundervolle Spiele. The Legend of Spyro, das ist die beste Spielreihe, die es gibt. Wirklich. Wer es kennt, wird mir zustimmen. PS2-Version, also. Boah. Das haben wir ja schon mal Let's Play The Legend of Spyro in New Beginning und Eternal Night. Allerdings war das ja mit Bildschirmabnahme und schlechter Audioqualität. Und zwischendrin wurde es dann plötzlich bei Eternal Night ohne Bildschirmabnahme. Dank Elgato. Nun ja. Aber da der USB-Port jetzt keine USB mehr erkennt, ist auch das nicht mehr möglich mit Elgato. Hm. Müssen wir gucken, ob wir das irgendwie ohne Kabel hinkriegen. Das Bild des Fernsehers auf den PC übertragen. Ohne Kabel. Wer was weiß, gerne in die Kommentare. Ich bin dafür alles offen. Ansonsten müssen wir halt wirklich Bildschirmabnahmen machen und das gibt dann wieder schlechte Bildqualität definitiv. Ich meine, die Audioqualität könnte ich mit einem Audiokabel tatsächlich grabben, aber alles andere. Bildqualität wäre halt ein bisschen im Eimer. Nun ja, müssen wir gucken, wie wir es machen. Schauen wir mal. Vielleicht kommt ja auch ein Remastered zu The Legend of Spyro New Beginning, The Legend of Spyro Eternal Night und The Legend of Spyro Dawn of the Dragon in HD Remake für die Xbox One. Das wäre wundervoll. Wirklich, das wäre schön. Ich würde sofort machen. Sofort hole ich. Ganz ehrlich. Egal wie viele sie dafür haben wollen. Es sind einfach Kindheitsspiele und es sind legendäre Spiele. Gerade The Legend of Spyro Dawn of the Dragon. Boah, so geil. Wahnsinn. Diese Musik und das alles. Oh, jetzt schwärmt er. Aber da darf man schwärmen.
Das ist ein schönes Spiel. Müssen wir mal gucken. Und ja, auch Eternal Night wird weitergeführt. Das hat sich ja abgebrochen, weil es hart wurde. Aber hey, ich würde es auch machen, wenn es dann remastered wird, dann würde ich es auch mitmachen. Weil es dazu gehört. Oh Gott. Mega geil. Gut, wie lang sind die Credits noch? Special Thanks haben wir schon oft jetzt gelesen. Fangen wir einfach von vorne an. Ach, wir können überspringen. Ich weiß ja nicht, ob danach noch was kommt, nach den Credits. Deswegen will ich es ja eigentlich auslaufen lassen. Time Trial Developer Best Times. Die Armen. Ja, natürlich, die mussten auch probieren, ob die 100% möglich waren und die Time Trials. Die tun mir leid, die Tester, die es zu 100% machen mussten. Oh nein. Aber freut euch, ihr seid jetzt Pros. Das sieht nach dem Ende der Credits aus. No Bandicoots were harmed in the creation of this game. Schön. Das waren die Credits. Tatsächlich. Hurra, wir haben es geschafft. Weg. Boah, Wahnsinn. Hilfe. Warte, wie viel Prozent des Spiels hatten wir? Irgendwas mit 12%, ja? Als nächstes geht's dann weiter mit Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Ganz genau, aber im nächsten Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Schaltet wieder ein, Daumen hoch, wenn es gefallen hat und Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.